Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute, wie gewünscht, gucken wir uns Best of Tourette Nummer 13 an. Und ja, ich bin so gespannt, was da so reingeschnitten wurde. Wir gucken mal, ne? Wird schon mal sorgen. Ne. Übrigens, Hallo. Also eine ganz kurze Zwischeninformation. Das letzte Video, wo die beiden Jungs Yoga machen, wurde leider von Studio 21, glaube ich, heißen die, ne? Studio 21, glaube ich, ist das Netzwerk, gesperrt. Ich habe einen Einspruch angelegt, der Einspruch wurde sogar abgelehnt. Also könnte das bedeuten, dass ich vielleicht keine Videos mehr zu Gewitter im Kopf machen kann, wenn die Einsprüche jetzt ab sofort immer abgelehnt werden, kann es passieren, dass ich keine Videos mehr zu Gewitter im Kopf machen kann und mal gucken, ob wenigstens eine Reaction zum Best-of funktioniert. Und wenn selbst das dann nicht mehr funktioniert, wird das dann halt auch nicht mehr kommen. Ich bin halt gespannt. Oh. Hallo. Hallo, Herr Scheiß. Hier. Scott. Servus. Hey. Hallo, Freunde. Hey. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Keine Sorge, er wird dieses nicht überleben. Entschuldigung, Puppe? Hallo? 3 Euro die Stunde. Das Oberbullen. Also übelst teuer, ne? Für 3 Euro die Stunde. Es gibt Mädels, die verlangen nur 2,90 Euro, ne? Also finde ich 3 Euro ein bisschen teuer. Oder 2,99 Euro, ne? Da finde ich 3 Euro schon wirklich teuer. Wenn ich überlege, dass ich mir für 3 Euro momentan hier Schokolade holen kann, Nutella. Mit 75% mehr gratis dazu, finde ich ja schon sehr teuer. Da nehme ich dann doch lieber das Nutella-Glas. Erst Teil, Sie wollen verzieren. Ich halte mich an die Etikette. Also er hat halt so ein... Ich halte mich an die Etikette. Ich hole dich hier raus. Stellen wir die Frage doch nochmal. Alles gut. Ihr seid vom Fernsehen, ihr seid scheiße, ich weiß das. Wie lautet denn Ihr Name, TV-Schlampe? Ich stelle jetzt die Fragen. Hättet ihr euch jemals vorgestellt, dass ihr vor... Das habe ich doch gerade beantwortet. Und danach wieder miteinander. Jetzt schweben wir durch den Raum. Hast du Speed genommen, oder was? Jetzt schweben wir schon mal genau. Anfangen, den Kuchen mit Pflaumen zu belegen. Und der kann im Backofen. Aber wenn die schon Pflaumenkuchen machen, kann man ja einfach keine Pflaume in den Backofen stecken und dann hat man einen Pflaumenkuchen. Ein Kai-Pflaume-Pflaumenkuchen. Bing! Der Witz war gut. Bitte lacht. Warte, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu lachen. Ich warte kurz. So, okay, weiter. Ich glaub, wir nehmen ein paar nochmal raus. Nein, nicht machen. Das ist mein Pflaumenkuchen, du Pflaume. Das sind zu viele. Finger weg! Ja. Einmal die ganze Saufkarte, bitte. Ja, Spiel und Spaß. Er sieht so geil aus. Ich gehe mal eine entspannte Sauna. Ist es dann auch mit dem Ziel, die irgendwann wieder auszuwildern? Klar, wenn das möglich ist, ne? Es gibt auch manchmal den in Fall... In die Metzgerei. Dann können... auswildern in die Metzgerei. Für die Sachen, die gesagt werden. Also, deine hässliche Uniform und dein Gesicht. Ja, du bist durch. Bist durch. Guck mal, ob du es rausziehen kannst. Du bist schon durch. Ja, es geht immer weiter. Nein, du hast schon die anderen. Das geht weiter. Du hast dich schon durchbohrt. Sorry. Ja, kennt man ja, ne? So, solche Gespräche. Ey, pass auf, du durchbohrst mich. Ey, das ist gut so, hör auf. Du bist schon durch. Also beim Kochen meine ich jetzt, ne? Also, ich rede jetzt von Kochen. Wollen Sie ein Foto mit mir machen? Ich bin Tim von Gewitter im Kopf. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, das war so unangenehm. Eine Schweigeminute für den gefallenen Bruder. Egal. Du hattest nicht nach dem Hallo. Jetzt pendeln wir so ein bisschen wie Karneval. Jetzt ist der Tim wieder der, der führt. Aber stellt euch mal vor, das kriegt man als Antwort. Ne? Man sagt so zu einer Frau, die man kennenlernen möchte, Hallo. Und auf einmal fängt die so an, egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Wäre irgendwie cool, ne?
Ja, halt voll die geile Antwort. Ist es okay, dass du gefilmt wirst? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Die dreht man, muss ich drauf tippen, um das rumzudrehen. Nee, da musst du ganz kurz aufhören. Oh! Da musst du die auch. Oh, sexy Papa. Der Kuchen ist mit Liebe gemacht. Du wurdest nicht mit Liebe gemacht. Das weißt du doch gar nicht. Du warst, ich hab deine Mama gefragt, ich hab die auch schon geknallt. Da die Autobahn, da die Straßenbahn, da die Eisenbahn. Müssen unsere Hunde schon echt starke Nerven haben. Ja, das stimmt, glaube ich. Bei jemand wie dir auf jeden Fall. Ja, das sowieso, das ist klar. Und siehe da. Hey, wie krass ist das denn? Heilige Muttern. Ich finde das immer noch mega geil. Wie schnell man Tim beeindrucken kann. Das ist mir bei den TikTok-Produkten auch schon aufgefallen, ne? So geil, das ist ja voll die geile Erfindung, krass, ey. Das wird alles ändern auf der ganzen Welt. Wo ich dann immer so denke, ja, das ist schon okay, das Produkt, aber ist jetzt nicht so unbedingt, dass ich das jetzt unbedingt brauche und das ändert jetzt nicht mein ganzes Leben oder so. Ich finde es aber immer so geil, wie der Tim da so, oh geil, boah, cool. Oh, ein Handy, wo man WhatsApp drauf hat. In meinem Arschloch. Oh Gott. Die sind alle hässlich, aber da ist schon was dabei. Ihr seid halt beide keine Augenweiden. Sagen meine Eltern auch immer zu mir. Wir haben meine Eltern immer zu mir gesagt. Sag das zu der Pflegerin. Ganz frische Nachwuchskräfte, wenn man das mal so sagen darf. Alles Vollidioten. Ja, ja. Was haben wir essen? Das machst du auch immer. Ja. Café de Paris oder Spence und Hill? Wir sind YouTuber, wir können das. Man muss nur bei Bootshaus hacken gehen. Für alle, die immer und nicht denken, die Rote knallen. Das Hacken ist meine Aufgabe. Ja gut, Prinzip schon mal verstanden. Immer die Tür zu, dann hat der Hund auch nicht. Wie in der JVA. Ganz genau so ist es. Rechter Fuß zeigt beim Partner dazwischen. Ich wurde wirklich frauenfeindlich beleidigt und ich würde das gerne, dass sie da eine Anzeige aufnehmen würden. Immerhin fährt die nicht Auto. Also wir bringen jetzt hier einen Fass. Boah, das ist halt so krass. Ich gucke ja ganz gerne so Nachtstreife, kann ich euch auch empfehlen. Und da gab es auch so eine Situation, also ihr müsst euch mal vorstellen, so, da bringt eine Frau zur Anzeige, dass sie frauenfeindlich beleidigt wird und dann kommt von denjenigen in dem Moment noch eine Beleidigung, immerhin fährt sie nicht Auto vor der Polizei. Also wäre das so eine echte Situation, also ich würde mich so ein bisschen als Frau erstmal in dem Moment ein bisschen verarscht gefühlt vorkommen und vor allen Dingen als Polizist auch nicht ernst genommen werden. Hand weg. So viel ist das ja nicht, zum Glück. Verdeck die Schande. Nein, das ist nicht von mir. Nein, verdeck die Schande. Ja, willst du die Mitte der Höhle? Nein, Schatz. Und lern auch durch den Außenbereich halt schon mal Geräusche kennen, die auch wichtig sind fürs spätere Leben als Freigänger. Damit ihnen das so vertraut ist. Für spätere Leben als Katzengulasch. Ja, langes Leben. Dann wäre die Situation, dass uns wichtig ist, dass die Zuschauer erstmal auf dem Platz sitzen bleiben. Auch weißt, dann, wenn ich ein Maschinengewehr auspacke. Besonders dann. Das erinnert mich voll an China-Restaurant Panther. Hallo, sie haben doch inseriert. Sie haben doch gesagt, dass die 3 Katzenbabys haben. Ja, das Problem ist, wir haben heute für 12 Personen, nicht? Ja, sagt die, glaube ich, am Telefon so, ja, nee, die Katzen sind halt noch sehr klein und, wie groß und wie schwer sind sie denn? Ja, weiß ich nicht, also sind noch ganz kleine Babys. Ja, das ist doof, aber wenn man sie gart, werden sie klein. Müsst ihr euch mal angucken, Paul Panzer, müsst ihr einfach mal Telefonverarsch eingeben. Weil das Krasse ist ja, am Ende sagt die, okay, also ich verkaufe Ihnen die Katzen für 5.000 D-Mark. Ja, dann muss ich mal ganz kurz meinen Chef fragen. Ey, mein Chef sagt, das ist zu viel. Ja, dann gibt's keine Katzen. Das finde ich halt so krass, dass die am Ende noch sagt, ja, für 5.000. Müsst ihr euch mal angucken, ist sehr witzig.
Das wüsste ich auch gut hören, ja. Der Jan hat schon wieder die Führung übernommen. Ich weiß nicht, was das bei euch gibt. Es wird so lange geführt, bis Warschau wieder deutsch ist. Da gibt es nichts zu lachen. Das ist dann so richtig mini und das ist so ein richtiger Ömmes. Ein richtiger Ömmes, ja, genau. Das ist eher eine Waltraut. Ich habe noch was ganz, ganz Besonderes vorbereitet. Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Gut, war ca. 40 Euro, die ich bekommen habe. Das muss man erstmal schaffen als Alkoholiker. Ja, okay, Moment, als Alkoholiker ist es ja kein Problem. Das muss man erstmal schaffen als Nicht-Alkoholiker. Das ist eine Herausforderung. Obwohl ich sagen muss, ich bin da einer der wenigen, die, ich finde das so mega peinlich, ne? Also ich sammle ja extrem schnell, also Colaflaschen, Wasserflaschen und sowas, sammle ich ja wirklich extrem schnell, weil ich trinke wirklich sehr viel, auch auf Arbeit immer. Meistens sogar 2 Flaschen, weil ich immer so viel Durst habe. Und da kommt so, ja, mal in 2 Wochen kommt dann schon mal so 3, 4, 5 Flaschen zustande, ne? Weil ich ja auch Energy und sowas trinke, es kommt da auch noch dazu. Und ich finde das immer so peinlich, dann an dem Gerät dann zu stehen und hinter einem wird die Schlange immer länger, immer länger, immer länger, weil man so übelst lange braucht, ne? Und die ganzen Leute dann im Hintergrund so, ach Alter, was ist mit dir los, ey? Das soll man hinmachen. Aber, ne, die Flaschen müssen ja dann aus meiner Wohnung mal raus, ne? Ich brauche die Knete! Nicht in die Eier! Nicht in die Pflaume! Nicht in die Eier! Nein, nicht auf gar keinen Pflaume! Das hat Kai Pflaume öfter schon gesagt. Aha. Hat er öfter schon gesagt. Nee, in die Pflaume. Mhm. Nein, alle gespendet. Wir klauen nicht, wir leihen nur. Ich habe aber mal einen geklaut. Haben Sie denn irgendwelche Nachweise dafür? Ja, sicher doch. Die würden wir dann einmal bitte gerne sehen. Nehmen Sie auch die Mastercard. Du hattest mich ja den Mastercard. Komm, wir treffen uns auf dem Klo. Hier läuft das Weihnachtsmenü rum. Und wann hat denn das Ganze begonnen hier? Immer wenn ich TAF gucke, warte ich darauf, bis es endlich vorbei ist, weil dann die Simpsons kommen. Das machen halt so viele. Ey, schreibt es mal in die Kommentare, komm, seid ehrlich, wie viele das machen, TAF gucken, gezwungenermaßen, um danach die Simpsons zu gucken. Das machen so viele Menschen, glaube ich, aber das ist halt gut für TAF, weil Einschaltquoten, ne? Aber da bist du nicht der Einzige. Ja. Das machen die selber, die bei TAF arbeiten. Mal gucken. Das macht der Redakteur von TAF. Der sitzt dann in seinen Technikraum. Und selbst der sitzt dann so, ach Alter, wann ist ein TAF vorbei? Ich soll jetzt Simpsons gucken. Das machen selbst die Mitarbeiter selber. Ob du morgen immer noch da arbeitest. Wahrscheinlich nicht. Ich bin mir sicher, das geht zerbrückt. Mama, immer darf ich einen Hund haben? Hundefleisch. Ja. Oh. Wissen Sie, was Tourette ist? Nein, das ist eine Frau. Einfach weitermachen. Geht's? Ich kann nicht mehr aufhören. Die Schuhe sind voll. Die sind in der Leche. Ich kann nicht mehr aufhören. Jetzt hängt runter. Ja. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Machst du Werbeunterbrechung? Ja. Kinderpipi. Ist das hier das Stasi-Haus? Wir sind vom Abstand 21. Ich mein bin Kollege vom Arbeitsamt, damit ihr den richtigen Job bekommt. Also kommt sie aus der... Ich finde die Szene fand ich so geil. Finde ich so unfassbar geil. Stellt euch mal vor, Polizei ist da gerade und da kommt so Leute von Arbeitsamt, die sagen so eiskalt, ja, wir sind von Arbeitsamt, wir sind eure neuen Arbeitsvermittler, dass ihr einen neuen Job bekommt. Oh, das wäre halt so geil, ey. Familie oder was für ein Umfeld? Also kommt aus Bulgarien, vom Tierschutzverein. Krass. Willst du wirklich noch einen Ausländer nach Hause holen? Ihr hättet am liebsten mit allen Fotos gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Und aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien dürfen wir leider auch nicht so nah dran kommen. Das ist natürlich auch sehr schade. Gott sei Dank haben wir eine Pandemie. Von mir aus kann es auch Ebola sein. Das ist keine gute Idee. Nein, das ist eh schon genug Fett. Asche zu Asche.
Jetzt grooven. Yeah. Beide Hände. Was ist das? Was denkst du denn? Tim, du hast dich doch wohl nicht schon daran befriedigt. Also ich muss ganz, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, das kann man komplett falsch verstehen, ne? Also, solche Geräte gibt es auch in ganz klein. Das, ja. Das kann man komplett falsch verstehen, das Gerät. Doch, hast du. Das ist ja nicht für mich. Geht hier Alarm los? Ich frage mich, was sich der Typ in der Kamera jetzt denkt. Ja, was für Idiot. Das ist die Missgeburt. Ich steck dich in Montes Aquarium. Und da liegt auch das Futter von Revi auf dem Boden. Ich steck dich um. Musche Party! Ich habe jetzt gerade nur den Hahnentritt noch rausgemacht. Den was? Bio-LK! Wow, die Vorher-Nachher-Show. Sehr schön. Komm mal auf die Fläche. Noch hässlicher als vorher. Na los, komm. Das ist der Vorteil bei mir, wenn man hässlich ist, das kann man bei mir halt nicht schaffen. Ne? Ich kann mich nicht noch hässlicher machen. Das geht nicht. Gibt keine Abstufung mehr. Okay, ich komme. Der Typ sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ich gehe einfach mal mit ihm mit. Mal gucken, wo wir landen. Also bei ihm würde ich auch mitgehen. Ja, Butter, scheint sehr freundlich Käse, zu sein. Milch. Gib es mir. Ich mit. Jetzt gib es mir. Gib es mir. Sieht so verstört aus. Ach, jetzt mach doch die Scheiße aus. Der Penner kommt später erst. Aber die Musik stört uns tatsächlich, oder? Ja, weil die von Revi kommt. Schlimm, oder? Ich habe die afrikanische Schweinepest. Das ist für die Katzen vollkommen egal. Also die haben ganz andere das Sachen. Das haben die schon. Ich habe Katzen-Aids. Beide Arme hoch. Und laden. Und die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir müssen die noch ein bisschen verteilen. Ich mach da gleich Äpfel drauf. Irgendwas klibbert da so. Das ist sehr eklig. Das ist meine Fisse. Nein. Ach du Scheiße. Aber da hat jetzt gerade Kai Pflaume wirklich ganz kurz so überlegt, ob das wirklich seine W-Punkt ist, ne? Da hat er wirklich ganz kurz so überlegt. Oh, Alter, was packe ich denn hier eigentlich gerade an? Weiter. Wie zieht man wieder nur auf an? Der hat seine Maske nicht an, nimmt den fest. Du hast schon gesehen, wie es aussieht, aber du weißt nicht, was es ist, oder? Ich habe keine Ahnung, dass es eine Sauna sein soll. Schnell überrasch mich. Vielleicht ist es ja eine Sauna, man weiß es nicht. Geht der verrückteste Pflaumenkuchen der Welt in den Ofen? In den Ofen. Grüß Anne Frank von mir. Aber in den nächsten Tagen wird dann da auf dem Konto vom Tierheim was zu sehen sein. Dann sage ich auf jeden Fall im Namen des Tierheims und der ganzen Tiere natürlich. Im Namen natürlich des Vaters, des Sohnes. Nein, geiles Amen. Komm, ich mal eins zur Überraschung, wo noch ich drauf bin. Die Person wird sich richtig freuen. Ich weiß, die Person zündet das an. Halt die Klappe. Jetzt kann man gar nicht mehr. Nein! Wiener Walzer, wir wollen schweben. Ja. Das ist was anderes, das ist Tango. Wir machen Wiener Walzer. Ach, das ist Tango, genau. Ja, in den Hand ziehen. Ja, sollen wir dich wieder runterfahren? Also wir fahren und du gehst wieder runter. Du bist ja jetzt schon in Übung. Ich bin so unsportlich, ne? Das sieht man. So sieht eine Date Night mit Jan aus. Hier und jetzt leg dich auf die Motorhaube los. So, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wie fandest du's? War es sehr gut? Super geil! Okay. Gisela fand's super, ich glaube, Henry hat's auch Spaß gemacht. Hat's dir gefallen, Tim? Ich fand's sehr ekelhaft. Ich musste krass. Tim 12 macht komische Tänze, hat aber Rückenschmerzen wie ein 80-Jähriger. Ey, ich hab so Rückenschmerzen, ne? Ja! Oh! Oh! Tschüss! Tschüss! Das ist jetzt übrigens gerade der Jan, ne? Ach, geil. Ach, schön, ey.
Ach, schön, immer wieder so die kleinen Clips zu sehen. Immer wieder schön. Immer wieder geil, kann man einfach nur lachen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns definitiv Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Video ihr von Gewitter im Kopf bis jetzt am besten fandet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Favorit, weil ich alle übelst geil finde. Obwohl ich sagen muss, wo sie bei der Polizei waren, das war schon cool. War irgendwie cool, war unterhaltsam und lehrreich. Also, ja, hat mir bis jetzt mit fast am besten gefallen, aber ich fand alle geil. Ich fand wirklich alle geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.